Ja, wir machen ja etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Wir machen ein Sondervermögen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Und da könnte man auf die Idee kommen, Sozialdemokraten, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Auf die Idee bin ich gekommen. Und dann ein Linker, der hier sitzt, der es auch noch richtig findet. Und der findet es aus zwei Gründen richtig. Ich finde es erstens richtig, weil wenn man eine Parlamentsarmee hat, und die Bundeswehr ist das, dann darf man die nicht runterkommen lassen. Dann darf man nicht sagen, die Amerikaner übernehmen 80 Jahre nach dem Krieg noch unsere Verteidigung. Wir haben Schiffe, die nicht meerestauglich sind, Flugzeuge, die nicht fliegen, Fahrzeuge, die nicht fahren, keine Nachtsichtgeräte, sind wirklich ganz bescheiden ausgestattet. Das muss man ändern. Und zweitens, das Sondervermögen stellt sicher, dass wir in der Zeit, wo wir das machen müssen, zur Landes-, zur Bündnisverteidigung, wir das nicht zulasten dessen machen, wofür wir gewählt worden sind. Nämlich, wir wollten nicht CDU-Politik machen, sondern wir wollten Klimaschutz machen, wir wollten in Bildung investieren, wir wollen Digitalisierung machen, wir wollen den Sozialstaat gerechter machen und Kindergrundsicherung machen, solche Dinge. Da wir eine Schuldenbremse haben, geht das aber nur mit einem Sondervermögen. Das heißt Sondervermögen, aber es geht eben neben der Schuldenbremse. Die Union würde was anderes nicht mitmachen. Und der springende Punkt ist jetzt, dass alle verstehen, es geht nicht um Aufrüstung, sondern es geht darum, die Ausrüstung zu verbessern. Ja, geht um und Frau, beides. Und Frau Lamprecht, lassen Sie mich das mal sagen, Frau Lamprecht wird ja nicht kritisiert wegen ihrer Stöckelschuhe oder weil sie mal einen Osterurlaub macht, sondern weil sie den Rüstungskonzern an die Wäsche gehen wird. Die sind nämlich hingegangen, wir haben nämlich Geld, hatten wir genug. Beschaffungsskandale, Managementchaos, teure Gutachten. Und die würden am liebsten alles, was auf ihrem Hof rumrottet, zu Bestpreisen verkaufen. Aber so funktioniert, darf das nicht funktionieren. Nicht die Rüstungsdienste haben zu entscheiden, sondern die Politik. Das heißt, da muss kräftig dazwischen gefahren werden. Und wir brauchen mehr europäische Zusammenarbeit auch noch. Denn die NATO gibt deutlich mehr aus für Rüstung als etwa Russland oder andere. Aber jeder macht im Grunde genommen, was er will. Und die verdienen sich eine goldene Nase an den Dingen. Und deswegen heißt Sondervermögen, ein sozialdemokratischer Friedenskanzler sorgt dafür, dass wir äußere Sicherheit, innere Sicherheit und soziale Reformen gemeinsam machen können. Das kann nur ein Sozi, die Konservative. Herr Bremer lacht schon neben Ihnen. Ich wollte nur sagen, also so ganz, ne, wir haben in Europa 2,8 mal mehr Rüstung ohne Amerika als Russland. Ja, also es ist nicht so, als wenn wir nackt da stünden vor dem Sondervermögen. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Es ist nicht so, als hätten wir gar nichts da. Ja? Herr Bremer hat gerade gelacht. In Europa mag das sein. Die Bundeswehr war blank. Das Argument, über 16 Jahre CDU-Verteidigungsminister. Ich verteidige hier nicht die CDU. Noch einen kleinen Schritt also, geben, bitte. Also das, damit er nicht traurig wird. Die Bundeswehr war eigentlich, wie hieß das mal ganz früher, wo der Spiegel Herausgeber auch noch ins Gefängnis musste, bedingt abwehrbereit. Und wahrscheinlich ist das Wort bedingt schon gar nicht mehr ganz zutreffend. Also das Sondervermögen finde ich völlig in Ordnung. Und es ist in der Tat ein Weckruf gewesen. Putin, das hat er erreicht. Er hat ja alle seine politischen Vorstellungen, treten ja nicht ein. Er hat ja wohl gedacht, dass alle Welt schläft und sich nicht wehrt und so. Lassen wir das mal. Was mich bei der ganzen Diskussion um Sondervermögen und Friedenskanzler meinetwegen auch stört, ist eigentlich, dass wir die Debatte viel zu bellizistisch führen und zu wenig wirklich politisch. Also, erstens, es ist sicher richtig, dass Deutschland nicht nur im Rahmen der NATO oder der EU, sondern grundsätzlich auch wegen der Vergangenheit, aber die ist gegenüber der Ukraine wie der Sowjetunion damals ja gleich verheerend, schon aufgerufen ist, einem Land zu helfen, das überfallen worden ist, ohne dass es dafür irgendeinen Anlass gab. Die Frage ist auch nicht, machen wir das auch mit Militärhilfe? Denn gegen einen Aggressor kannst du dich nur mit militärischen Mitteln wehren und nicht mehr nur mit schönen Reden. Für mich ist der wunde Punkt in der ganzen Diskussion, dass weder die Regierung noch die Opposition noch die Medien den Mut haben, zu fragen, wohin das eigentlich führt. Welchen Zweck verbinden wir mit welchen Waffenlieferungen? Wie weit können wir mitgehen, wenn die Ukraine natürlich das letzte und einzige Recht hat zu entscheiden, jetzt verhandle ich oder ich verhandle nicht. Wir können der Ukraine nicht diktieren, welche Zumutungen, Bedingungen, Auflagen sie zu akzeptieren hat. Aber wir können schon, und da bin ich anderer Meinung als der Kanzler gestern, zumindest im Kopf haben, wo wir sagen, Freunde, macht, wenn ihr das wollt, aber nicht mehr mit uns, auch nicht mehr mit unserer Hilfe. Da sind wir viel feiger als die Amerikaner. Wahrscheinlich wollen wir keinen verärgern. Und der Botschafter Melnik hat erreicht, dass wir den Mund nicht mehr aufkriegen. Die Amerikaner sagen klar, was sie wollen.
Sie sagen, die Ukraine darf nicht verlieren und Russland muss so geschwächt werden, dass ein solcher Überfall so schnell nicht wieder passieren kann. Sie sind aber sehr darauf bedacht, dass keine Waffen geliefert werden, die sie auch nur indirekt als Kriegspartei ausweisen. Nehmen wir das jüngste Beispiel. Die Mehrfachraketenwerfer, hochmodern, hat Russland offenbar nicht, haben, wenn man sie richtig munitioniert, offenbar Reichweiten von 100 bis 200 Kilometern. Die Auflage ist, sie kriegen nur Munition, die maximal 70 Kilometer weit geht. Das heißt, nur für die Abwehr im Donbass benutzt werden kann, nicht für irgendwelche, ja, sagen wir mal, Irrläufer, die dann auf russischem Gebiet einschlagen. Und das ist für mich schon eine wichtige. Wir wissen doch alles. Am Ende entscheiden Waffen nicht die Kriege, sondern irgendwann ist ein Punkt, wo du verhandeln musst. Meine Rede. So, und ja, Moment, wir diskutieren das aber nicht, weil wir dann immer sagen, wir können der Ukraine nichts vorschreiben. Nein, aber wir können doch mal darüber diskutieren. Ja, genau. Was Scholz kriegt ja gerade vorgeworfen. Ich wollte auch gerade vorgeworfen, dass er sagt, zu Recht, wie ich übrigens finde, wir reden über ökonomische, finanzielle, humanitäre, politische, diplomatische Hilfe, auch über militärische. Aber die militärische Hilfe ist, wir versuchen, der Ukraine sich zu verteidigen. Wir schließen strikt aus, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird, dass die NATO involviert wird. Wir wollen, dass der Krieg nicht eskaliert. Er redet von seinem Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Ja. Das heißt übersetzt, ja, was mir die Leute auf der Straße auch sagen, auf der Straße auch sagen, bitte keinen Krieg, wir wollen den nicht haben. Als die Ukraine gesagt hat, macht eine Flugverbotszone über der Ukraine, haben wir auch klipp und klar Nein dazu gesagt, weil wir wussten, Herr Stegner, das ist die NATO involviert. Das ist alles bekannt. Es ist aber offenbar keine einheitliche Linie. Die Außenministerin hat jetzt gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Ich frage mich, was ist dann gewinnen? Ja, genau, aber das ist ja genau das Problem. Also ich meine, was ist denn gewinnen? Ja, ich thematisiere das seit längerem und denke auch, dass wir haben ja inzwischen auch, ich glaube tatsächlich erstmal, dass sich die Diskussion inzwischen ein bisschen gedreht hat, ja, in der New York Times, im Wall Street Journal, dass nämlich genau auch vor allen Dingen amerikanische Strategen, Mörsheimer, Kissinger, wie auch immer, inzwischen sagen, Moment mal, was heißt denn gewinnen? Übrigens auch deutsche Generäle, Herr Kujat, einige, die Artikel haben, sagen, das ist nicht auf dem Schlachtfeld zu entscheiden. Nee. Wir müssen über Verhandlungen nachdenken, über eine Friedensordnung, über Garantien. Wir müssen das gucken, Problem ist nicht die Position, sondern das Problem sind die Etiketten, die verteilt werden. Richtig, falsch, genau. Gut und böse, genau. Putin-Versteher oder genau. Kriegshetzer. Genau. Und darum geht es natürlich nicht. Sondern ich glaube, ich persönlich finde Krieg furchtbar. Das ist das Schlimmste, was passiert. Da werden Menschen umgebracht, Frauen vergewaltigt, Leute flüchten, Zerstörung jeden Tag. Mhm. Stellungskrieg hört sich harmlos an, aber das heißt Zerstörung war viele, viele Tage. Und deswegen heißt es nicht sozusagen Frieden um jeden Preis, aber es heißt schon, dass Feuerpause, humanitäre Hilfe Priorität haben müssen. Und wir helfen zur Verteidigung. Deswegen ist der Satz, den Olaf Scholz hat, und ich übrigens auch, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Das ist die Perspektive des Angegriffenen. Russland darf den Krieg nicht gewinnen. Das ist die Perspektive des Angreifers. Die anderen Formulierungen finde ich schwierig, weil die nämlich Kriegsziele definieren, die womöglich ganz anderer Art sind. Und das kann man nicht wollen. Das kann man auch nicht richtig finden. Und am Ende übrigens wird Russland auch bleiben. Russland ist nicht gleich Putin. Und wir haben es auch mit anderen Diktaturen zu tun. Herr Stegner, das ist alles nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, dass diese Debatte bei uns nicht wirklich ehrlich geführt wird. Nicht genug. Bin ich dabei? Auch aber gestern bei Medien nicht. Die Medien übersteigern sich ja im Grunde. Wir müssen noch mehr liefern. Ja, genau. Kommen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung direkt zurück. Und dann geht es direkt weiter mit dem Ansatz von Herrn Bremer.